Yay, Wario Land 2! Es geht weiter, Part 10! Nachdem wir im letzten Part eigentlich Captain Zero besiegt haben, die Credits gesehen und alles ist super, haben wir das Spiel dennoch nur zu 50% gelöst. Die anderen 50% wollen wir jetzt krallen. Start from beginning auf Stage. Ja, das sind die ganzen Level, die wir durchgespielt haben. Ihr seht schon, es gibt jede Menge Secret Exits. Oder, ja, so viel auch wieder nicht, aber es gibt welche. Den allerersten Secret Exit gibt's schon im ersten Level und wie man da hinkommt, habe ich zwar damals schon erwähnt. Kann ich das Opening? Ja, das Opening ist ziemlich lang. Also, die Bösewichte von Captain Syrup haben die Schätze gestohlen und den Wecker hingeknallt, dass Wario aufwacht. So, und da sind wir aufgestanden und haben den Level gemacht und den auf die Mütze gegeben. Wenn ich jetzt allerdings nichts drücke, tja, Secret Exit gefunden. Ist es nicht genial? Ein Secret Access finden, ohne auch nur einen Tastendruck zu vollführen. Genial. Den Schatz haben wir schon, hier das Panel haben wir schon. Tada, genau 25, die Hälfte. Und damit geht die Story jetzt anderweitig weiter. Also finde ich ganz gut gemacht. Nicht linear, gehen wir hier lang. Ach, der Wecker, der lässt ihn kalt. Und so dringen die Bösewichte bis zu seinem Bett vor. Komisch, dass er deckt sich nicht zu nix, so könnte ich niemals schlafen. Und vor allen Dingen so fest, ich meine. Die tragen den weg. Und das sind zwei Gummibälle quasi. Und schupp. Nicht mehr irgendwie die Klippe runter, sondern einfach irgendwo in den Garten. War es jetzt überraschend, dass er aufwacht, oder wie? Und Wario geht zurück an sein Schloss und... jemand anderes hat das übernommen. Das gehört sich wirklich nicht, ne? Jetzt weiß Wario nämlich mal, wie das ist. Denn Wario hat ja Marios Schloss in Super Mario Land 2 übernommen. Und ja, ja. Da werden wir. Aufgabe 1, erstmal hinkommen. Ich glaube, das war ein ganz cooler Level hier. Ich glaube, der Level war cool. Der war nicht schwer, der war aber auch einerseits linear, aber andererseits auch schöne Start und ja. Gucken wir uns das mal an. Netter Level. Ja, den hat der eine oder andere als allererstes gespielt, weil er nichts gedrückt hat am Anfang. Wusste man ja nicht und hat sich schon gedacht, nach den 5 Leveln oder wie viel das jetzt sind. Sag mal, das Spiel ist ja echt kurz. Ist kürzer, als ich dachte. Nein, du musst aufstehen beim Wecker am Anfang. So, ups. Alle erstmal weg hier. Ich bin eine Biene. Nein, nicht ganz. Oh ja. Ja, übrigens, ja, ihr habt es mir in die Kommis geschrieben. Ja, also ich weiß so ziemlich viel über Videospiele und so. Aber eben nicht alles. Ich kann mit viel Hintergrundwissen glänzen, aber das wusste ich zum Beispiel nicht. Dass diese Gegner, die ich gerade so klammerös besiegt habe, wie komme ich da unten rein, sag mal. Die ich da gerade besiegt habe, die werfen ja mit irgendwelchen Kugeln. Und eigentlich im japanischen Original sind das, ja, Sektflaschen, Alkohol halt. Jetzt erstmal hier lang. Und deswegen wird er auch so betrunken, wenn er so eine Flasche in Berührung kommt. Diese Flasche. Gibt es einiges an Wegen, Mensch. Blum, 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 blum. Okay, ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Wie gesagt, ich habe in Erinnerung, das Level ist quasi auch Level 1, kann man sagen. Es gibt zwei verschiedene Level 1. Mein Gott, das ist aber schwierig, da abzutimen. So, da hast du. Das ist einfach nur, um ein paar Coins abzusacken. Einzukassieren. Ah, da oben geht's noch weiter. Das finde ich spannend. Aber wenn da nur Münzen sind, die ich ja hier reinweise verschmiede. Ich wollte da lang! Okay, lassen wir das. Keine Versuche rein. Was ist denn jetzt hier drin? Das wäre ganz cool, wenn es die berühmte Tür wäre. Nee, ist was anderes. Ich verstehe schon. Komm mal rüber. Mäuschen! Nein! Hey, komm her! Käse! Käse! Emmentaler! Emmentaler! Genau, da steht sie drauf. Und das war doch nur Gouda. Varios Stinkfüße. Das war das, was so gerochen hat. Deswegen folgen die Mäuse dem dicken Bösewicht dauernd. Heißt ja kein Bösewicht. Ein Bösewicht heißt nicht gleich Bösewicht. Nein! Und dann passiert das so. Ja, das ist natürlich jetzt... Jawohl! Okay, cool. Hier ist nichts weiter.
Alles klar. Wir können gehen. Hier gibt es also wirklich nur Münzen. Da, die Sektflasche, die jetzt... Das sieht aus wie eine Bowlingkugel. Aber das ist natürlich nice, wenn ihr mir da quasi auch Tipps gebt in den Kommis. Und ich auch nie auslerne. Ja. Schon ein bisschen... Frage ich mich, wie man da unten hinkommen soll. Ach ja, Jungs und Mädels. Da war doch noch einer. Jetzt ist oben auch noch einer. Hier sind verdammt viele für meinen Geschmack. Kann ich den so einkassieren? Der fällt runter. Das ist doch das Problem. Das geht nicht so. Ich muss einen von unten nehmen. Also die Gegnerblöcke zerstören mit dem Gegner. Sensationelle 10 spielen sich hier ab. Fall ich runter, mein Freund. Mein Freund, Kupferstecher, wir müssen noch zusammenhalten hier. Fall runter. Oh, das klappt ja niemals. Mann, der hätte doch in die andere Richtung fallen müssen. Was geht ab? Ich kann den doch nicht werfen, das wird ja übelst schwierig. Oh, Technik. Das ist so ein Nachteil von Mario Land 2, ist aber kein Problem, wenn es ab und zu auftritt, aber wenn man genau damit spielt. Das sah gut aus, komm her. Oh, endlich geschafft. Ja, da muss ich jetzt wirklich einen Schnitt setzen, weil ich war da jetzt 5 Minuten beschäftigt damit. Ich hoffe, dass sich das gelohnt hat. Okay, es war notwendig. Sehr schön. Übrigens, das andere Spiel mit dem Panel wird jetzt eine Regeländerung bekommen. Also es wird anders ablaufen. Seid schon mal gespannt. Aber erstmal öffnen wir die Schatztruhe und gucken, was darin ist. Schon wieder Kollege Walraus. Meinetwegen. Oh, das war schwierig. Aber dann muss hier gewesen sein. That's right. Alright. Ihr habt ja auch in die Kommentare geschrieben, dass ihr immer besser werdet mit dem Game. Und das, es ist nicht hochoffiziell, aber ich sage einfach mal, das ist eine Dr. Mario-Pille. Eine bittere Pille, die es doch zu schlucken gilt. Schön, fein, so soll es sein. Stress nicht rum. Ja, wie gesagt, es gibt auch noch mehr Easter Eggs. Es gibt ein Metroid, es gibt ein Yoshi-Eye. Dazu werden wir noch kommen. Oh, ihr nervt so brutal. Tschüss, Mann. Endlich hat sich das erledigt. Kannst du bitte mal umdrehen? Danke, Anke. Oh. Das ist der Übereifer. Wunderschön. Wackel, 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 dackel. Ich muss auch dazu sagen, das erzähle ich euch einfach mal, ihr Wario Land 2 Zuschauer. Ich habe jetzt eine Woche lang nichts aufgenommen. Also nur 2 Tomodachi Live Parts. Aber das ist ja keine richtige Aufnahmesession, sondern nur immer nur ein Part pro Tag. Ja, ganz ehrlich, boah, ich war ausgelaugt. Ich war kaputt. Keine Energie mehr für Let's Playen. Also, ich musste mich mal wieder regenerieren. Hab gedacht, eigentlich nur ein Tag und nur 2 Tage, 3 Tage, nur 4 Tage. Es wurde echt so eine ganze Woche draus. Wo ich einfach nicht mehr sicher gehen konnte, dass ich den üblichen Let's Play Standard biete. Sprich, oh, ich falle ins Wasser. Hey, das sah gut aus. Das gefällt mir hier. Also ich muss mich auch mal erholen. Also 3 Videos am Tag sind echt Heidewitzka viel. Und das ist das Ziel. Ja, und das ist eine Woche. Jeden Tag 3 Videos sind 21 Videos, die ich jetzt im Minus bin. Also ich muss mal wieder aufnehmen. Und ich beginne mit Wario Land 2. Also ihr habt natürlich keinen Unterschied gemerkt, aber... ich muss mir Januar, Februar echt mal ein bisschen Urlaub gönnen. Subgame Contents will change slightly. Leichte Änderungen. Pass auf. Wie immer, jedes Panel kostet 50 Münzen. Das ist jetzt nur vorgemacht. Ja? Hoffe ich doch. Und B drücken, sobald... man weiß, sobald man denkt, man weiß, welche Zahl das ist. Und das macht er jetzt automatisch, das bin ich. Also er sieht jetzt, es ist eine 8. Dafür bekommt er den Schatz. Das Panel. So, jetzt darf ich ran. Okay, Play. Also es läuft automatisch runter, oder?
Und sobald ich denke, ich weiß es... Ja, wir haben genug Geld. Es kann eine 3 sein, es kann eine 2 sein. Es kann nur noch eine 2 sein. Es kann noch eine 5 sein. Eine 6 kann es auch sein. Ja. Also verdammt viel Geld. Ja, Set-Modus. Da gehen die Münzen hin. Aber die Nummer 26 wäre einkassiert. So. Cooli. Coolio. Ab nach hier. Storm the Castle. Wir müssen unser eigenes Schloss stürmen. Sieht aber nett aus. Also falls ihr euch jetzt denkt, diese anderen Level wären irgendwie qualitativ schlechter. Eigentlich fast das Gegenteil, bin ich der Meinung. Habe ich so eine Erinnerung. Dass die Geheimlevel hier sogar noch besser und interessanter einfach sind. Als die Level, die wir bisher gesehen haben. Das wirklich so ist. Ob du wirklich richtig stehst. Siehst du, wenn das Licht angeht. Hier sind Schalter. Alter Schalter. Kann ich nicht rein. Wahrscheinlich, weil ich den Schalter umgelegt habe. Was ist denn da unten, wenn ich mal so fragen darf? Jetzt kann ich aber hier lang. Ich glaube, ich will da noch nicht lang. Wir gehen jetzt mal ganz oben rechts lang. So viele Wege. Also ich denke mal, dass ich Januar und Februar dann doch ein bisschen einen Gang zurückschalten werde. Ist mir egal, ob Captain Toad und Resident Evil da rauskommen. Ich brauche einfach mal ein bisschen mehr Zeit für mich. Muss jetzt halt neue Motivation sammeln. Hab mir auch schon gedacht, boah, hoffentlich wird das was heute. Scheinbar ja nicht, so wie ich mich vom Gegner treffen lasse. Hey, hey. Aber doch, ich fühle mich gut. Bin auch wieder voll motiviert. Und es kann weitergehen. Aber es ist echt, man kann auch schon mal ausgelutscht sein. Let's Plays. Kriegt man einfach nicht jeden Tag, Tag und Nacht hin. Aber was erzähle ich dem guten alten Wario davon? Fein! Geldgeiler. So, wenn das alles war hier, haben wir doch alles richtig gemacht. Jetzt komme ich aber unten nicht lang, ne? Dann werden wir jetzt eben den Schalter umlegen. Da, wo der Münzpfeil war. Da wackeln wir jetzt hin. Ich hoffe, dass es eine Sackgasse ist. So gut möglich. Kommst du? Haben sie mich gedisst. Lass mich mal vorbei. Aber wie es aussieht, brauche ich euch auch. Warte. Einen nehmen. Hoch da. Boah, nerv nicht. So. Sehr gut. Jetzt könnt ihr verduften, ihr Enterichs. Gute Wahl, gute Wahl. Jetzt den unteren Weg. Weiß nicht, welche Hebelstellung dafür perfekt wäre. Sieht ja so aus, als hätte das bislang keine Auswirkung. Was für ein Hebel es bedarf. Boah, es ist ein... Wir müssen das... Nee, warte, das hilft ja auch nicht, oder? Doch, doch, es müsste klappen. Hä? Ah, so geht das. Ja, so wie ich eben hatte, klappt's nicht. Das kann ich euch schon mal sagen. Bams. Alles her damit, alles her damit. Die Frage, will ich erst hier lang, oder? Ich muss erst vorne gucken. Mein Fehler, Boys. Ich kenne das Spiel doch nicht auswendig. Muss selbst immer gucken. Wie gesagt, blind würde ich nicht sagen. Ist es ja nicht, aber... Das ist schon ein gewaltiger Unterschied im Gegensatz zu Games wie Banjo-Kazooie oder Mario 64 oder... um 2D-Games zu nennen, Donkey Kong Country 1 bis 4. Ich kenne Returns ja inzwischen auch ziemlich gut, muss ich sagen. Auch wenn ich es nur 3-4 Mal durchgespielt habe. Okay, das war nur zum Dissen, dass man da gesehen hat, dass da große Münzen sind. Also das ist Warios Schloss jetzt hier. Mal wieder. Wie in der ersten Welt. Es ist ja die erste Welt, nur halt anders. Ist nett, oder? Schön, dass sie sich Gedanken gemacht haben.
Alter, wenn ich auch so überlege, dass die ein Yoshi-Ei drin haben und ich überlege, wie waren Yoshi-Eier denn bis vorher? Also Yoshi's Island war ja schon 1995. Das hier 3 Jahre später. Es kommt mir immer so vor, als wäre das ein altes Spiel. Also, ja. 1998 ist jetzt auch nicht mehr so das Neueste, aber so von der Grafik her könnte man denken, das wäre ein viel älterer Schinken. Steck mich einfach mal an. Boah, keine Müdigkeit vortäuschen. Tu deinen Job. Gut gemacht. Das könnte klappen. Nicht so weit weg. Fein. Aber Feuerfuzzi. Ja, das wird schwieriger. Uiuiui. Nein, nicht ins Wasser. Der stirbt doch da dran. Wenn ich es nicht schaffe. Mach das auch auf. Dankeschön. Sind das nur Münzen? Was heißt hier nur Münzen? Wir sind Wario. Sei gierig, sei schnell, sei Wario. Ich kann auch... Ich hätte so runterlaufen können, von hier aus bis an die Tür. Aber am besten du... Blub, blub. Geh durch, Digga. Nö. Hä? Verdammt. Verdammt! Das geht ja gar nicht. Was zum... Egal, weißt du was? Zünd mich hier an. Geht genauso. Bam, 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 bam. Klappt das? Das klappt wunderbar. Hier scheinen wirklich nur Coins zu sein. Aber was soll's. Alles cool. Ist jetzt hier der Originalweg? Ja, langsam verwirren mich die ganzen Wege, muss ich mal sagen. Der Level hier ist wieder nicht so linear, wie ich es gerne habe. Ich lasse mich erstmal nicht zerquetschen. Ich sehe noch keinen Anlass dazu. Zu diesem feierlichen Anlass empfehlen wir. Angst. Ach ja, genau davor hatte ich Angst. Toll. Jetzt die Plattform weg. Aber so einfach nicht. Ich kann einen Gegner nehmen. Ach, die Plattform ist wieder da. Dann ist nicht so schlimm. Ich nehme den trotzdem mal mit für alle Fälle. Okay, hau ab. Hau ab. Was ist denn das? Was ist denn das? Habt ihr gesehen, was da abging? Also Wario stößt sich den Kopf. Ah. Selten dumm. Also durch manche kann man durch und manche nicht. Alles klar. Man sieht die runterfallen deutlicher. Da kann man nämlich nicht von unten durch. Was ist denn das jetzt? Ich hätte erst nach rechts gehen sollen. Mach mal. Okay, ich bin drin. Das Ziel. Leider fehlt mir noch der Bonusraum. Ui, ui, ui. Gut möglich, dass er hier... Boah, lass mich bloß los. Das könnte sein. Hier sind aber verdammt viele Eingänge. Ihr macht Sachen. Geh weg. Boah, von wie und wo wollen wir denn da jetzt versuchen hinzukommen? Ich jetzt mal... Da, geh da! Gefällt mir. Kannst du doch... Jawohl. Bum, bum. Ich darf jetzt erstmal... Ah, das muss ich aufmachen, das geht ja. Ich habe ja nix. Jawohl! Geil, geil, geil. Da oben einiges abzusahnen. Einiges da. Komm, lass hier die Bonustür sein. Dem Herrn sei gepriesen. Wen denn? Herr Wario. Ein Paket für Herrn Wario. Simon. Er kennt das nie. Los geht's. Schwierig, der Erste? Yay!
immer auf die mittleren vier gucken. Wenn sie es nicht sind. Ist es aus Kirby oder habe ich einen Knick in der Optik? Das sah irgendwie verdächtig aus. Mach die Fliege. Jetzt die Frage, wollen wir uns jetzt noch eine Stunde kloppen um jede einzelne Münze hier? Oder gehen wir ans Ziel? Also ich bin ja schon ein sehr sorgfältiger Sammler. Ich habe schon... Oh nein, ich habe es falsch gemacht. Gut, dann geh irgendwo anders hin. Geh wenigstens da rein. Geh nirgendwo rein. Jetzt ist dieses Vieh auch weg, oder? Schande! Hilft mir! Okay, du bist noch da. Danke. Ich glaube, da zu gucken, wie man in die einzelnen Eingänge rein zielt mit diesem... Kann man ja kaum steuern, damit im einen, ne? Als Pfannkuchen. Das wird mir ein bisschen zu tricky. Ich gehe jetzt zum Ziel. Ich hoffe, ihr habt echt nichts dagegen. Dass ich jetzt nicht jede Münze versuche zu sammeln. Wir haben doch den Schatz. Wir haben alles gefunden, was man braucht. Ich habe schon echt jede Münze versucht einzusacken. Kam auch schon Kombis von wegen. Aber warum sammelst du die silbernen Münzen nicht ein, die 100 Münzen geben? Ja, mir geht's eher darum, alle Verstecke zu zeigen, als dass wir ein volles Bankkonto haben. Los geht's! Oh Gott. Das ist eine 1, eine 7. Das ist eine 7. Das kann nur eine 7 sein. Yep. War leichter. Ja, diese neue Methode mit dem Panel, das wird mir so viel Geld aus den Taschen ziehen. Aber macht nichts. Katsching. Epic Geilomat. Ein Grimmer noch. Defeat Giant Spearman. Auch das haben wir schon in der ersten Welt gemacht, aber trotzdem anderer Level. So. Ah, Moiskin. Nein, nicht der... Oh Gott, ich weiß, glaube ich, was das für ein Fuck-Level ist. Nein. Hier sind immer zwei Türen. Und jedes Mal ist ein anderer Gegner da. Aber beim ersten sind es Mäuse. Hier ist ein Enterich. Der haut mich sogar an die Pfanne. Oh nein. Jede Tür. Wenn ich jetzt erstmal gucke, was hier ist. Ich werde die eingesammelten Münzen halt... ich werde jede Münze einsammeln, damit ich selbst sehe, war ich schon in der Tür oder nicht. Hier ist ein elektrischer... Ameisenfuzzi? Was ist denn das? Ah, ich glaube, der tut dreimal sein Elektro absondern und dann ist er verwundbar. Also hier ist eine 5. Man könnte es auch anhand der Fackeln festmachen. Boah. Das kenne ich, warte. Unsichtbare Blöcke. Oben geht's noch weiter. Ich stehe irgendwo drauf. Wir stehen drauf, wir gehen drauf, wir halten fest zusammen. Jeder von uns möchte ein Krieger sein, ein Kämpfer sein. Und tschüss, Mann! Perfekt. Okay, das können wir abhaken. Was gibt's denn hier Schönes? Komme ich da hoch? Ich hab eine Idee. Was? Der kommt nicht runter? Doch, der kommt runter. Und wie der runterkommen wird. Sehr fein. Nein! Oh, bleib! Nein! Egal. Sehr schön. Bombs! Also haben wir hier quasi Sackgasse, ne? Schön, dann können wir jetzt wieder zurückgehen von der 5. Oh nein! Fuck. Naja. Blöd, Mann. Zur 3. Wenn ich jetzt... Das ist dann die 4, oder was? Ah, nee, ist auch 3 Fackeln. Oder jeder Durchgang bezeichnet halt. Ach. Hi, Frosty. Ja, also hier ist die 4. Nee, 6 ist das. Entschuldigung.
Uiuiui, wo versteckt sich der Ausgang? Wo versteckt sich der Bonusraum? Ist natürlich genial gemacht. Ist natürlich genius. Was soll das? Sag mir was. Hier kann ich kaum vernünftig springen. Oh yeah. Ich ganz normale Sprünge nehmen. Bams. Und bei euch so? Ja. Muss man. Oh na! Okay, kommt hin. Geht schon. Das ist mal was. Ihr versteht das Prozedere. Man muss es nur schaffen können. So wie das eben quasi, nur man muss sich die Löcher selbst bauen. Mann! Da stößt sich die Birne. Ja, es ist nicht einfach, die Welt. Mit dem Held, der die Welt erhält. Wie sieht's hier aus? Nein, nein, nein. Ziel, Ziel, Ende. Kommt nicht in die Aldi-Tüte. Ich muss noch den Geheimraum finden, der irgendwo anders steckt. War ich jetzt hier schon drin? Ja, war ich. Hier sind die Münzen eingesammelt. Hier war doch die Ameise. Ja, nehme ich doch mal mit. Oh, Gottes Willen, ey. Hier war ich noch nicht. Nein. Hier ist nur der. Das ist jetzt Kammer 2, sag ich mal. Jetzt haben wir hier so einen Wurfaffe. Du bist mir ein sympathischer Kerl. Was ist los? So großzügig heute. Ich verstehe das nicht. Ah! Ja, epic. Na, da kommt Freude auf. Gut. Dann können wir eigentlich zum Ausgang. Trotzdem werde ich die andere Tür noch auschecken. Ach, der Boxer. Der Mini-Klitschko. Muss der erste gewesen sein. Heidewitzka. Gib mal her. Gib mal her, ja. Ah, da ist doch das Yoshi-Ei. Ich habe mir schon gedacht, dass es auf dem Weg liegt. Deswegen habe ich es angesprochen. So. Was ist hier noch Schönes? Ah, ich habe mir schon gedacht, ich kann da selbst nicht stehen. Aber alles perfekt gelöst. Ja, da seht ihr mal, was man reagieren muss bei diesen Gegnern hier. Ach, hier war ich auch noch nicht. Was ist da? Blöd Mann. Oh, wie, ich brauch den jetzt. Natürlich, da oben ist doch ein Gegnerblock. Ich komme gar nicht hier hin. Intelligenz kennt keine Grenzen. Oh Mann, der Bart ist so abnormal lang, ne? Ach, die Gegner bleiben auch weg. Ey, mach keinen. Alles klar. Vielleicht würde der Block auch reichen. Jawohl. Ich brauch dich nochmal. Ah, ich hätte ihn. Na, was soll's? Was mach ich mit dem jetzt? Ja, wie dem auch sei. Ja, da sind noch 8 Münzen und da oben sind bestimmt noch ein paar große. Das ist doch altbekannt. Das kennt man noch. So, wenn ihr den Ausgang, den schnellen Ausgang haben wollt, geht ihr erst rechts. Da liegt's. Nein, falsch. Bei der Ameise ist Sackgasse. Also rechts, rechts. Frosty. Rechts, rechts, rechts! Nein. Rechts, rechts, links. Ja, das muss es sein. Ah, das habe ich alles in Kauf genommen, nur um dich zu treffen. Und du gewinnst jetzt keinen Topmodel-Wettbewerb, ne?
Da geht er baden. Viele Münzen abkassiert. Und die Level schön gelöst. Naja, schön liegt im Auge des Betrachters, ne? Aber wir haben das Yoshi-Ei. Geil. Und neue Regeln bei unserem Spielchen. Lass mal schauen. 5. Könnte immer noch eine 5 sein. Eine 9. Ist eine 9. Ist eine 9. Das kostet viel mehr jetzt. Die andere Variante hat mir besser gefallen. Okay, dann Daumen hoch für einen langen Part. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal mit dem Finale dieser Story. Also wieder Credits und so. Aber nicht verpassen. Also Freunde, bis dann und ciao.